Ja, da bin ich auch schon wieder. Und bevor wir anfangen, lese ich vielleicht noch die Introduction aus dem Adventure Journal vor, weil da haben wir nämlich einen Brief bekommen von General, ich nenne sie einfach nur Laurana, weil sie heißt mit vollem Namen Laura Lantalasa. Talasa. Laura Lantalasa, ja. Ist aus den Büchern wahrscheinlich bekannt. Oder auch nicht, ist auf jeden Fall Elfen. General, ist egal. Also ich lese den Brief vor, er lautet wie folgt: Esteemed Heroes, word of your deeds has reached me here at Palanthas. I extend to you heartfelt thanks for the glorious deeds you have performed for our beloved Enzalon. I myself am no stranger to the vile machinations of Lord Soth and his ruthless consort Kitiara. By liberating the world from their dark influence, you have helped to heal the wounds left by the War of the Lands. Despite your great victories, I fear that dark clouds still gather. My troops continue to scour the farthest reaches of the continent in search of those still faithful to the Dark Queen. Ja, klingt ja so ein bisschen, würdest du noch den letzten ausrotten wollen, ne? I was resolved to invite you to our illustrious city, where you would be honored in a fashion appropriate to your valor. Instead, I must exhort you to journey in all haste to Palanthas, where I will receive you for a very different purpose. Signed, the General. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal. Wenn wir wieder die Maus hier reinklicken, so, dann fangen wir mal an. Hurra, danke Spiel. Page 10 wird 6 Saving Throws. Spaß. You arrive in Palanthas as the city awakens and merchants and townsfolk begin to crowd the streets. Although nothing seems outwardly wrong, you sense a great tension among the citizens. Ja, also die Grafik hier ist schon, ne, ist ein deutlicher Schritt nach vorne, würde ich sagen. As you pass through the city gates, a guard hails you and politely requests identification. You show him the letter from Laurana and he bows respectfully. The general requests your presence at the palace at your convenience. You continue into the city. The city of Palanthas. Where do you wish to go? Hall. Mal gucken, ob hier irgendeiner trainieren kann. Oh. Moment. Was ist er denn jetzt? Ist er Level 14? Okay, klar. Ah, das ist ja praktisch. Bei Pools of Darkness brauchten wir ja noch einen Kampf, bevor sozusagen aktiviert wurde, dass wir aufsteigen konnten. Hier geht es offensichtlich so. Was allerdings fehlt, ist, dass der jeweilige Charakter pink eingefärbt wird. Das wird, glaube ich, in Zukunft passieren. Das ist jetzt einfach, weil wir die Charaktere gerade frisch übernommen haben. Es gibt allerdings einen Bug bei mehrklassigen Charakteren, da funktioniert das manchmal nicht. Ich glaube, wenn einer der Klassen das Level Cap erreicht hat, dann werden auch Aufstiegsmöglichkeiten der anderen Klassen nicht mehr angezeigt. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher. Aber ist ja nicht so schlimm, wenn irgendjemand aufsteigen kann und ich in der Training Hall bin, dann kann ich auch nachgucken, ob irgendwer anders auch noch aufsteigen kann. Also, na gut, dann machen wir das erstmal. Das ist ein Ranger. Yes. So, jetzt aber nicht mehr, ne? Nee, genau. Mausling? Nein. Feuer von Grimms? Nein. Chrysania? Nein. Aber Wärtner müsste noch. Richtig. So, da können wir was. Oh! Hahaha, ja, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das können wir denn mal lernen. Da. Meteor Swarm. Ne? Ja. Ja, sehr schön. Dann speichern wir das mal ab. Sonst gibt es hier nichts. Beginn. Gucken wir mal im Shop vorbei. Let me show you my wares. Okay, verstehe. Natsch, natsch. Was hast du denn Schönes? Ups. Ah ja, es gibt eine Sache noch, die werde ich. Oh, hier runterscrollen wird wie praktisch. Es gibt eine Sache noch. Es gibt in diesem Spiel so gut wie keine magischen Pfeile. Und ich weiß aus irgendeinem Kommentar im Internet, da habe ich das gelesen, was man dann empfiehlt, ist, dass man sich Dummy-Fighter-Charaktere macht, weil die wohl mit 20 Arrows plus 2 anfangen.
Ich habe es selber nie ausprobiert. Ich werde überlegen, ob ich das noch mache, dass ich dann meinen Charakter noch ein paar magische Pfeile gebe, weil es gibt nur eine Handvoll im Spiel zu finden und wir haben ja auch nicht wirklich welche mitgebracht. Shop, in. Greetings. Ach, die gute Frau aus Pools of Darkness. Party Max Camp und plötzlich sind wir wieder draußen und zünden ein Feuer an. Naja, gut. Okay, wir haben jetzt auch einen richtigen Kompass. Das ist witzigerweise der aus Eye of the Beholder. Und dann fangen wir mal an mit Magic. Nee, hat sich nichts geändert. Hurra, du kannst noch. Ah, oh Gott, Cursor gehen. Sehr schön. Du hast einen zweiten Magic User Spell. Mirror Image hast du schon eins. Mal Stinking Cloud. Keep. Sehr schön. Du kannst eh nix. Du kannst auch nix. Du auch nicht, aber du müsstest. Jawohl. Nimmst nochmal Enlarge. Level 4. 4 nochmal ein Ice Storm. Level 5. Cone of Cold. Level 8. Mindblank und so, sehr schön. Keep. Rest. So, dann gucken wir uns gleich mal. Das ist, glaube ich. Ach so, ja. Ich habe ja das Wunder ganz vergessen. Seht ihr es? Hier. Seht ihr dieses Wort? Es geht jetzt. Das erste Goldbox-Game, in dem man einen Spielstand laden kann. Ist es nicht toll? Es ist Wahnsinn. Es ist zum Niedersinken. Also es ist Wahnsinn. Mir fehlen die Worte. Also ja, wir können jetzt laden. So, dann gucken wir uns mal unsere Icons an. Aha, das ist ja ein bisschen schrullig aus gerade, aber irgendwie lustig schrullig. Ja, dich lassen wir mal so. Chrysania, Icon, ups. Ist auch okay. Das hier sind doch die Bösen, das ist doch, der kann ich doch nicht wählen, das ist der doch, der kämpfe ich doch gegen Leute, die so aussehen wie der, nee. Fall von Grace. Hohoho, du siehst ja, sieht ein bisschen aus wie Vala mit dunklen Haaren. Aber warum denn nicht? Warum nicht? Lassen wir dich so. Mausling. Nee, das sieht ja gar nicht aus wie der Mausling. Also den Mausling stelle ich mir anders vor. Leider gibt es hier nur Kender-Mauslinge, so wie es also nur Kender-Dingenskirchen. Wie kämpfst du? Du kämpfst so. Ja, das sieht doof aus. Hupak habe ich nicht. Nee, das ist also. Nehmen wir den. So, Matt Martigan, was haben sie aus dir gemacht? Oha, jemand mit einem Bogen. Ja, das ist ja unpassend wie nur was. Für dich nehme ich. Das ist ja hier, das ist ja Nackedeide. Das ist ja. Was ist das hier? Das soll wahrscheinlich ein Dieb sein, ja. Ist das? Das ist auch irgendwie. Ist auch eine Art Dieb. Was? Keine Ahnung. Das. Nee. 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 Na, der ist mir ein bisschen übergewichtig. Der hat mir ein bisschen. Ist mir ein bisschen kopflastig mit seinem Helmbewuchs da. Das ist da so ein. Ja, den oder den? Machen wir mit Martigen dunkelhäutig? Warum eigentlich nicht? Er sieht irgendwie besser aus als der hier. Ja, das ist mit Martigen. Und Brian the Fist ist der ja.
Keiner, der eine Drachenlanze in der Hand hat, oder? Ja, dann behalten wir den erstmal. Okay, Level dürfte Veteran sein. Zeigt er gar nicht an. Na gut. Speed ist auf 4, das ist okay. Oder ist alles okay? Ja, da würde ich sagen. Gucken wir mal, was los ist. Obwohl, vorher gucken wir nochmal in die Bar. Seen the general lately? Such a sad look on her face. So pretty when she smiles. Seen the general. Muss ich da nochmal was anderes trinken? Ne, erzählt mir das gleiche. Das ist ja langweilig. Tempel, was habt ihr hier? Welcome. Ach, Kollege, das ist wieder der Kollege aus Pools of Darkness. Guten Tag. Hier, View, nö. Okay, ja, dann würde ich sagen, beende ich hier nochmal das Video für den Einstieg und mit dem nächsten gehen wir dann mal ohne Umwege zum Palace und hören uns an, was der General zu sagen hat. Also, bis dahin.